Ich rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Forderungen nach einem Kalifat in Deutschland entschieden entgegentreten. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Sebastian Münzenmeier für die AfD-Fraktion. Ja, die AfD-Fraktion hat die Aktuelle Stunde beantragt und darf sie dementsprechend auch eröffnen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am vergangenen Freitag zogen Tausende von Arabern durch die Essener Innenstadt. Laute Allahu Akbar-Rufe schallen durch die Straßen, riesige Fahnen, die stark an die Fahnen der Terrororganisation IS erinnern, bestimmen das Straßenbild. Marschiert wird streng getrennt nach Geschlechtern, die Frauen sind voll verschleiert. Teilnehmer fordern die Ausrufung eines Kalifats in Deutschland und deutsche Anwohner trauen sich kaum mehr auf die Straße. Nur wenige Stunden später zieht ein weiterer Mob von über 8000 Fremden in düsterer Kolonne durch Berlin. Der bekannte Neptunbrunnen wird von mehreren Randalieren erklettert und wie bei Eroberungen üblich wird die Palästina-Flagge auf der Spitze des Brunnens platziert. Jubelnde und feixende Ausländer, Polizei und Staat auf dem Rückzug, Bilder, die um die Welt gehen. Und plötzlich scheinen Sie von der CDU bis hin zu den Grünen völlig überrascht. Grenzüberschreitung, schimpft CDU wüst in NRW. Inakzeptabel, tönen selbst die Grünen. Und Nancy Faeser regt sich über die Überschreitung von roten Linien auf. Welche Heuchelei, wenn sich nun plötzlich die Einwanderungsfanatiker in Sonntagsreden empören, meine Damen und Herren. Was unternimmt denn die Ampel? Was unternehmen denn die ganzen Ministerpräsidenten von Wüst bis Söder? Sie alle haben doch gerade heute Morgen wieder staatstragende Reden geschwungen. Aber Goethe hat es mal so schön auf den Punkt gebracht. Es genügt nicht zu wollen, man muss auch tun. Und sie tun gar nichts. Die Grenzen sind sperrangelweit offen. Migration wird nicht gestoppt, sondern als Fachkräfteeinwanderung getarnt und weiterhin angefeuert. Das Staatsbürgerschaftsrecht wird geschliffen, deutsche Pässe für alle, am besten gleich morgen. Bevor Sie sich also alle künstlich aufregen und heuchlerisch empören, sollten Sie sich die Frage stellen, wer hat denn diese Zustände in unseren Städten eigentlich zu verantworten? Und das, meine Damen und Herren, sind Sie, das sind die Zuwanderungsfans in allen Altparteien, all jene heimatfeindlichen Kräfte, denen ein deutsches Deutschland stets ein Dorn im Auge war. Deutschland wird sich verändern und wir freuen uns drauf. Wir erinnern uns noch gut. Das war doch Ihr Motto. Das war Ihr Motto, als die zentrale Frage für die Zukunft unseres Landes gestellt wurde. Ihnen allen konnte und kann Deutschland doch überhaupt nicht bunt genug sein. Und nun hat sich Deutschland verändert. Und dort draußen unter den Fahnen des Kalifats, da marschiert Ihr bunter Traum. Ihr Geschwätz von Fachkräften, von Bereicherung, von Integration und von den Raketenwissenschaftlern. All das löst sich endgültig in Luft auf und zurückbleiben die Trümmer einer linken Lebenslüge, für die Sie alle bereit waren, unser Land zu opfern, meine Damen und Herren. Deutsche Stadtviertel sind doch mittlerweile die Rückzugsorte radikaler Islamisten. Die Armee des Kalifats rekrutiert sich aus der Heerschar der ungezügelten Masseneinwanderung. Und die Schatztruhe des Kalifats ist doch in Wahrheit mittlerweile das deutsche Bürgergeld. Ihre Politik kann überhaupt keine Lösungen finden, weil Sie das Problem sind. Die fremde Landnahme auf deutschen Straßen ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist die logische Konsequenz Ihrer verrückten Einwanderungspolitik, meine Damen und Herren. Und wer jetzt dieses Problem angeblich lösen will, der kann sich doch vor einer zentralen Frage nicht wegducken. In welchem Deutschland wollen wir leben und wessen Deutschland soll das überhaupt sein? Knapp 10 Jahre nach dem Willkommenswahnsinn von 2015 stellt sich diese Frage wieder und dieses Mal noch dringlicher. Und es wird immer klarer erkennbar, dass es in Zukunft nur zwei Optionen geben kann. Entweder Chaos, Straßenschlachten und ethnische Konflikte im bunten Multikulti-Staat. Oder ein Deutschland als Land der Deutschen, als Ort von Freiheit, von Ordnung und von Normalität. Und in dieser Frage, meine Damen und Herren, da gibt es keinen Kompromiss. Da gibt es nur ein Entweder-Oder und jeder Einzelne hier im Haus muss sich entscheiden. Wenn wir jetzt nicht massiv gegensteuern, dann werden wir eine Zukunft erleben, die mit der Vorstellung eines selbstbewussten, freiheitlichen und demokratischen Nationalstaats nichts mehr zu tun haben wird. Das zeigt ein Blick in jede demografische Statistik und in jede deutsche Zeitung. Das zeigt mittlerweile auch ein Spaziergang durch jede deutsche Stadt und jede Fahrt in Bus oder Bahn. Heute sind es noch 3.000, die das Kalifat fordern. Morgen vielleicht 30.000 oder wollen wir warten, bis es 300.000 sind? Der radikale Islam stellt in Deutschland im Jahr 2023
ganz offen die Machtfrage. Und wir müssen diese mit aller Härte beantworten. Die Losung der Stunde lautet Remigration, und zwar millionenfache Remigration. Wer jetzt hier aber rumschreit und von Remigration nicht reden will, der möge schweigen, wenn die Anhänger des Kalifats in Zukunft durch unsere Straßen ziehen, meine Damen und Herren. Es zeigt sich auch bei diesem Thema wieder einmal ganz deutlich. Nur die Alternative für Deutschland ist willens und in der Lage, die klare Aussage zu treffen, die es braucht. Mit uns wird es in Deutschland kein Kalifat geben, sondern eine rigorose Verabschiedungskultur. Denn Deutschland ist unser Land, und wir lassen es uns nicht wegnehmen. Herzlichen Dank. Sie haben das Wort zu einem Geschäftsordnungsantrag. Und möchten gerne die Herbeirufung der Ministerin beantragen. Es ist hier ein zentrales Problem der inneren Sicherheit nach § 42 unserer Geschäftsordnung und nach Grundgesetz, bitte. So, ich wende mich an den Herrn Staatsminister. Wissen wir etwas? Nein, also die Frage ist ja, ich prüfe gerade, inwieweit Entschuldigungen vorliegen. Sie ist auf dem Weg, höre ich. Ja? Nee, wir können ruhig in der Debatte vorfahren. 10 Minuten. Wir haben heute noch so einen langen Tag vor uns. Das will die AfD-Fraktion bestimmt ja auch nicht. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, den Geschäftsordnungsantrag, den der Geschäftsführer der AfD-Fraktion ordnungsgemäß hier gestellt hat, abzustimmen. Oder wir haben die Möglichkeit, möglichst zügig die Innenministerin zu empfangen. Ich höre. Genau, also die Folge einer entsprechenden Abstimmung ist natürlich auch klar, weil mit dem Ergebnis. Genau, wir würden so schnell wie möglich die Ministerin hierher bekommen. Wir haben jetzt die Info 10 Minuten. Ich denke, dass die AfD-Fraktion bestimmt auch daran interessiert ist, dass die Debatte in der Zeit weitergeht. Wir haben noch einen langen Tag vor uns und deswegen bitten wir, die Debatte an der Stelle weiterzuführen. Wenn eine Fraktion Beratung wünscht und Unterbrechung, muss ich das machen. Deswegen, ich gucke noch mal, ob es irgendwelche Nachrichten. Ja, dann haben wir einen Hammelsprung. Also ich kann Ihnen das gerne erklären. Ist das so? Gut. Gut. Also die SPD-Fraktion beantragt Abstimmung. Ist das richtig? Dann stimmen wir über den Geschäftsordnungsantrag der AfD-Fraktion, gestellt durch den parlamentarischen Geschäftsführer dieser Fraktion ordnungsgemäß, auf Herbeizitierung der Bundesministerin des Innern und für Heimat hier ab. Herr Brandner, Sie sind gerade nicht dran, jetzt bin ich dran. Wer stimmt für die Herbeizitierung? Das sind die Mitglieder der AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die Koalitionsfraktion und die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die CDU-CSU-Fraktion. Damit ist dieser Antrag mit der Mehrheit des Hauses abgelehnt. Wir fahren in der Aktuellen Stunde fort. Ach, Ruhe!
So, jetzt gibt es hier doch noch etwas Lautstärke. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, man muss jetzt erstmal genau zuhören, wie die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau hier verfährt. Es gab ja den Antrag der AfD-Fraktion nach § 42 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages auf Herbeirufung eines Mitglieds des Bundestages. Dieser Antrag ist hier gestellt worden. Sie haben es gehört, aus der SPD-Fraktion kam die Information, die Bundesinnenministerin, die die AfD herbeizitieren wollte, die sei auf dem Weg. Dann gab es die Möglichkeit, beispielsweise auch die Sitzung zu unterbrechen. Dann gab es das noch Beratungsbedarf vorne im Präsidium. Und jetzt hören wir gerade noch mal Petra Pau, wie es hier weitergeht. Sie weitere Abstimmungen wünschen, denen ich entsprechend nachkommen muss nach der Geschäftsordnung, werde ich das machen. Ansonsten bitte ich Sie jetzt, die Weiterführung der Aktuellen Stunde zu ermöglichen. Und das Wort hat Daniel Baldi für die SPD-Fraktion. Also Petra Pau hat in einfacher Abstimmung hier die anwesenden Mitglieder, die hier gerade im Plenum waren, gebeten, über diesen Geschäftsordnungsantrag abzustimmen. Das war eine eindeutige Mehrheit, die hier gegen den Geschäftsordnungsantrag der AfD zustande gekommen ist. So geht es also tatsächlich dann einfach hier weiter mit dieser Aktuellen Stunde. Und wie gesagt, die Bundesinnenministerin wurde ja hier auch bereits angekündigt. Wir hören jetzt also dem nächsten Redner mal zu. Daniel Baldi für die SPD-Fraktion spricht jetzt. Nicht zulassen. Kommen wir zum Thema, was bedeutet denn ein Kalifat konkret? Es gibt in einem Kalifat keine Meinungsfreiheit, es gibt keine Religionsfreiheit, es gibt Menschenrechte, werden massiv beschnitten und wo Regeln gebrochen werden, da drohen drakonische Strafen. Und folglich ist auch absolut klar, ein Kalifat ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und Forderungen danach werden wir auch immer entschieden zurückweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber diese Aktuelle Stunde wird doch nicht verhindern, dass wieder Menschen auf die Straßen gehen werden und dieselbe dämliche, falsche Forderung stellen werden. Was also können wir tun, um zukünftig islamistische Radikalisierung zu verhindern? Eine Radikalisierung, die sich doch nicht nur in der Kalifatforderung zeigt, sondern auch in dem blanken, zu verabscheuenden Israel-Hass der letzten Wochen. Was genau braucht es also, um nicht nur solche Demonstrationen, sondern auch die Entwicklung davor effektiv zu verhindern? Eine Antwort darauf liefert beispielsweise das Projekt Wertraum aus meinem Wahlkreis Mainz. In Zusammenarbeit mit dem rheinland-pfälzischen Justizministerium bietet der Verein Wertzeug Angebote zur Demokratiebildung und Extremismusprävention in Haftanstalten an. Denn, und das wissen wir doch alle, dass Haftanstalten eben ein Brandbeschleuniger für Radikalisierung sind. Nicht nur im Bereich Islamismus, sondern eben auch im politischen Extremismus. Und was tun wir als Ampelkoalition dagegen? Das Demokratiefördergesetz wird die Finanzierung von solchen Projekten wie Wertraum endlich auf solide Füße stellen. Und wir sollten alle ein Interesse daran haben, das auch weiter zu unterstützen. Und deshalb gilt heute mehr denn je, wer Extremismusprävention langfristig sichern will, der muss auch das Demokratiefördergesetz unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber natürlich gilt es nicht nur, radikale Ideologien in ihrer Entstehung zu verhindern, sondern auch die Plattformen zu bekämpfen, auf denen sich die Extremisten immer wieder treffen, vernetzen und weiter radikalisieren. Und genau deshalb war es auch so gut und richtig, dass die Innenministerin Nancy Faeser heute Morgen hier im Plenum noch einmal bekräftigt hat. Die Verbote von Hamas und Samidun waren absolut richtig und es werden nicht die letzten Verbote gewesen sein. Eines jedoch, und das ist besonders wichtig in der ganzen Debatte, sei es im Falle von Generation Islam, sei es bei anderen Gruppen wie beispielsweise Nachfolgerorganisationen von Hizb ut-Tahrir oder anderen, diese Verbote müssen auch rechtssicher sein, sie müssen gut vorbereitet sein. Und genau dafür sorgt unsere Bundesinnenminister und für uns Bundesinnenministerin und für uns als Ampelkoalition gilt deshalb, wir befürworten diese Verbote ausdrücklich und den Kurs der Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zu guter Letzt ist es wichtig, dass wir über islamischen Antisemitismus sprechen, so wie wir das heute tun. Das wurde in den letzten Jahren vielleicht auch zu selten getan. Lassen Sie mich Ihnen zur Einordnung noch zwei Zahlen nennen. Dieses Jahr oder bis Mitte dieses Jahres wurden 685 antisemitische Straftaten der politisch motivierten Kriminalität rechtszugeordnet.
Und 34 antisemitische Straftaten wurden der politisch motivierten Kriminalität aufgrund religiöser oder ausländischer Ideologie zugeordnet. Die Zahlen werden sich noch bis Ende des Jahres verändern, aber sie sprechen doch heute schon für sich. Und Ihre eigene Verantwortung, liebe AfD-Fraktion, beim Thema Antisemitismus, die haben Sie doch heute und in den letzten Wochen immer und immer wieder verschwiegen. Ihr Kollege sprach noch heute Morgen hier im Deutschen Bundestag in der Gedenkstunde davon, von angeblichen friedlichen Demonstranten, die sich im letzten Jahr Davidsterne anhefteten und die Shoah aufs Widerlichste relativieren. Wo blieb da Ihre Empörung? Als Björn Höcke das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ein Denkmal der Schande nannte, wo blieb da Ihr Aufschrei? Und als Alexander Gauland die Shoah einen Vogelschiss nannte, wo blieb da Ihre Aktuelle Stunde oder Ähnliches? Es blieb immer und immer wieder aus. Stattdessen machten Sie Alexander Gauland auch noch zu Ihrem Ehrenvorsitzenden. Und seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bedienen Sie sich doch auch in Reden immer und immer wieder verstärkt auch antisemitischer Sprache. Da reden Sie von geheimen globalen Eliten, die angeblich diese Republik steuern, oder von einer gewissen Fremdbestimmtheit. All das bedient antisemitische Klischees. Und diesen Antisemitismus, den erleben wir doch nicht erst seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall der Hamas auf Israel. Nein, den erleben wir bei Ihnen seit 10 Jahren. Im allgemeinen Trubel ist vorhin vielleicht mein Hinweis untergegangen. Ich weiß gerade nicht, was Sie dort am Mikrofon tun, Herr Fahle, aber während ich hier meinen Hinweis erst einmal gebe, können Sie das aus Ermangelung eines parlamentarischen Geschäftsführers hier dem Präsidium mitteilen, was Ihr Begehr ist, und dann werden wir das auch alles verhandeln. Kommen Sie einfach ein Stückchen hier nach vorn. So, jetzt noch mal zurück. Ich hatte, bevor diese Debatte weiter... Es gab eine versuchte Wortmeldung eines fraktionslosen Abgeordneten, der nach vorne gebeten wird zum Präsidium. Wir sind auch zur Erklärung für diejenigen, die jetzt neu zu uns gekommen sind, auf der Besuchertribüne in einer Aktuellen Stunde, die die AfD beantragt hat, und sind in der Debatte. Und ich hatte vorhin einen Hinweis gegeben, der vielleicht ein wenig untergegangen ist. Viele kennen das schon. Ich schaue mir nachher gleich das Protokoll in Ruhe an. Bitte aber von vornherein, sich einer parlamentarischen Ausdrucksweise hier zu befleißigen. Und sollte es Dinge geben, die zu rügen sind, werde ich das auch entsprechend noch nachträglich tun. So. Ja, die Situation war zwischenzeitlich etwas unübersichtlich tatsächlich, weil dann doch einiges hier an Zwischenrufen war, als dann der Geschäftsordnungsantrag der AfD kam. Und dann hat die Bundestagsvizepräsidentin die Möglichkeit, das eben entsprechend im Stenografenprotokoll nachzulesen. So, in der Aktuellen Stunde geht es weiter mit Nina Wagen für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Demokratie und unsere Grundwerte sind das Fundament unseres Landes. Sie sind die Grundlage für Freiheit, Vielfalt, Rechtsstaatlichkeit und den Respekt vor den Menschenrechten. Und als CDU-CSU verteidigen wir diese Werte leidenschaftlich und werden nicht zulassen, dass sie untergraben werden. Dementsprechend scharf verurteilen wir, dass am vergangenen Wochenende auf Demonstrationen mitten in Deutschland Forderungen nach einem Kalifat gestellt worden sind. Solche Forderungen stehen im krassen Gegensatz zu unseren Grundwerten und sind absolut inakzeptabel. Wir können und wir werden nicht hinnehmen, dass islamistische Extremisten auf den Straßen unseres Landes für ihre Ziele werben und ein Kalifat fordern. Ihnen sagen wir deutlich, Jüdinnen und Juden gehören in unser Land, ihr aber nicht. Es ist gerade in der aktuellen, emotional sehr aufgeheizten Zeit wichtig, nicht zu pauschalisieren. Die überwältigende Mehrheit der Migranten in Deutschland lebt friedlich und respektiert unsere Werte. Wir dürfen nicht zulassen, dass Vorurteile oder Diskriminierung diese Menschen treffen. Als sich
2014 der Anführer der Terrororganisation Islamischer Staat in Mosul zum Kalifen ausrief, sind viele Menschen genau vor einem derartigen Kalifat geflohen, weil sie entsprechend unseren Werten frei, friedlich und sicher leben wollen. Diese Menschen haben in Deutschland inzwischen ein Zuhause gefunden, in dem sie gerne und gut integriert leben. Aufgabe dieser Musliminnen und Muslimen ist es nun auch, sich gemeinsam mit uns gegen Antisemitismus in ihren Reihen und im ganzen Land zu stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen aber auch den Tatsachen ins Auge blicken, dass nicht alle, die zu uns gekommen sind, sich mit unseren Werten identifizieren und hier offenbar eine Integration in unsere offene, freie und demokratische Gesellschaft bislang eben nicht geglückt ist. Diese Menschen genießen alle Freiheiten, Vorzüge und Annehmlichkeiten eines rechtsstaatlichen Landes und fordern gleichzeitig eine Staatsform, die all diese Dinge verachtet und mit Füßen tritt. Wir müssen anerkennen, werte Kolleginnen und Kollegen, dass es im Land verschiedene Formen des Antisemitismus gibt, aber besonders der muslimische Antisemitismus eben weit verbreitet ist. Ein Problem, das natürlich auch durch Zuwanderung in unser Land gekommen ist. Lassen Sie uns nicht im Stil und mit den Schlussfolgerungen der AfD darüber sprechen, aber verschließen wir davor auch nicht die Augen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind der Überzeugung, dass Integration und Teilhabe wichtige Schlüsselfaktoren sind, um Extremismus und radikalen Ideologien vorzubeugen. Hier müssen wir unsere Bemühungen weiter verstärken. Wir setzen uns dafür ein, dass Migranten in Deutschland Unterstützung und Bildung erhalten, die sie benötigen, um sich erfolgreich und nachhaltig in unsere Gesellschaft zu integrieren. Dabei muss unter anderem in den Integrationskursen verdeutlicht werden, dass Antisemitismus in jeglicher Form mit unseren Grundwerten unvereinbar ist. Und wir müssen dafür sorgen, dass gerade die vielen zu uns gekommenen Kinder und Jugendliche unsere aufgeklärten westlichen Werte annehmen. Und da gilt es eben jetzt anzusetzen, bevor es zu spät ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Zusammenhang würden wir uns auch wünschen, dass die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung endlich sich auch aus der Deckung wagt und sich um ihren eigentlichen gesetzlichen Auftrag kümmert und nicht nur Rassismusberichte verfasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Integration ist aber keine Einbahnstraße. Neben den Integrationsbemühungen ist es auch unsere Aufgabe, diejenigen zu identifizieren, die solche extremistischen Forderungen unterstützen und geeignete und konsequente Maßnahmen zu ergreifen. Wir setzen uns für eine konsequente Überwachung extremistischer Gruppen und die Verfolgung derer ein, die Gewalt oder Radikalisierung fördern. Wir wollen und werden unsere Sicherheitsbehörden weiterhin stärken und die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um unser Land vor Bedrohungen von innen und von außen zu schützen. Dazu gehört auch eine verstärkte strafrechtliche Ahndung antisemitischer Äußerungen mit einer Mindestfreiheitsstrafe von 6 Monaten. Und dazu gehört auch, dass eine antisemitische Straftat bei Geflüchteten in der Regel zur Ausweisung führt. Die Bilder aus Essen und Berlin haben uns einmal mehr aktuell vor Augen geführt, dass Bedrohungen durch antidemokratische Kräfte immer bestehen und wir als Demokraten sie bekämpfen müssen. Gerade deshalb dürfen wir aber auch nicht zulassen, dass die AfD diese Bilder und Geschehnisse nun wieder versucht auszunutzen, um Ängste und Vorurteile zu schüren und unsere Gesellschaft zu spalten. In diesen Zeiten, werte Kollegen, ist es besonders wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen und unsere Werte verteidigen. Wir dürfen nicht länger tolerant sein gegenüber denjenigen, die unsere tolerante, freiheitliche Gesellschaft abschaffen wollen. Vielen Dank. Sagt Nina Wagen für die Unionsfraktion. Ja, nach der umstrittenen Demonstration in Essen, da hat jetzt auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, ein Verbot von 3 islamistischen Gruppierungen gefordert, beispielsweise Maßnahmen gegen die sogenannte Generation Islam, die auch aktiv gewesen sein soll rund um die Demonstration in Essen. Im Juni 2014 hat der Terrorist Abu Bakr al-Baghdadi über Gebiete des Irak und Syrien das angebliche Kalifat des sogenannten Islamischen Staates ausgerufen. Dabei vertrieb und tötete er Tausende von Menschen in dieser Region. All das gipfelte später in einem entsetzlichen Genozid an den Jesidinnen und Jesiden. Ein Genozid, in dem sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Massenhinrichtungen und Versklavung einen gezielten Terror entfesselten. Dass Menschen auf deutschen Straßen erneut zur Gründung eines solchen Kalifats aufrufen, ist abscheulich. Das schwarze Banner, wie es vom IS, Al-Qaida, Al-Shabaab oder auch von der Hizb ut-Tahrir benutzt wird,
zu tragen, ist gerade für mich als Muslimin besonders erschreckend und abstoßend. Vermutlich dürfte es fast allen Muslimen hierzulande so ähnlich gehen, sind doch Muslime weltweit die meisten Opfer von Islamisten. Die Bilder der Propagandaschau in Essen zeigen uns, der Islamismus ist und bleibt eine reale Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, für Nicht-Muslime und für Muslime. Jetzt instrumentalisiert er zum wiederholten Male den Nahostkonflikt, um seine Propaganda im Netz und auf deutschen Straßen zu verbreiten. Soweit eigentlich nichts Neues. Die Gefahr des Islamismus war niemals verschwunden. Alle warnten wir stetig davor. Sehr geehrte Damen und Herren, unser Rechtsstaat ist hier gefordert, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um dieser islamistischen Bedrohung wirksam entgegenzutreten. Dazu gehören unter anderem solide begründete Verbote von Kundgebungen und die strafrechtliche Verfolgung von volksverhetzenden Redebeiträgen, verfassungsfeindlichen Symbolen. Dazu gehört auch, die islamistische Szene genau zu überwachen, um frühzeitig auf Gefahren reagieren zu können. Und ja, dazu gehört auch die im Aufenthaltsgesetz schon jetzt bestehende Möglichkeit der Ausweisung von denjenigen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden. Wir werden uns von Islamistinnen und Islamisten nicht auf der Nase herumtanzen lassen, meine Damen und Herren. Die Strategie des Islamismus besteht, wie bei allen anderen radikalen Ideologien, darin, Emotionalisierung zu nutzen und einfache Antworten auf komplexe Fragen zu liefern. Das dürfte der AfD also sehr bekannt vorkommen. Man weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll. Oder doch, zum Lachen ist es wirklich nicht, dass Sie mit Ihren hinlänglich bekannten, immer gleichen eindimensionalen und menschenverachtenden Anträgen auch noch am 9. November um die Ecke kommen. Ausgerechnet am 85. Jahrestag der Reichspogromnacht. Man kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und es macht mich fassungslos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine der Lebensadern des Islamismus ist das Narrativ, dass die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft Muslimen und Muslimen hasse. Und andersherum lebt Islamfeindlichkeit von dem Narrativ, Islamismus bzw. jeder Nicht-Muslim ist ein Islamhasser. Also das heißt, es gibt eine Wechselbewirkung zwischen Islamismus und Islamfeindlichkeit. Diese Strategie des Islamismus müssen wir durchkreuzen, indem wir zeitgleich auch gegen Islamfeindlichkeit vorgehen. Denn wenn wir nur den Islamismus bekämpfen und Islamfeindlichkeit nicht, bleibt ein Phänomen bestehen, das weiterhin mobilisiert und wiederum den Islamismus anfacht. Damit ist die AfD natürlich raus aus dem Thema. Sie hat bis heute nicht verstanden, dass sie kübelweise Wasser auf die Mühlen der Islamisten gießt und damit die Gefährdungslage für alle friedlichen Menschen in diesem Land nach oben schraubt. Oder aber, wenn es nicht so wehtun würde und wenn ich nicht recht hätte, würden Sie sich nicht aufregen. Oder aber, sie hat es ja wohl verstanden und spielt genau damit, um weitere Ängste in der Gesellschaft zu schüren. Sie liefert mit ihrem immer wieder artikulierten antimuslimischen Rassismus den Nährboden, auf dem Islamismus besonders gut gedeihen kann. Sie und Ihr heutiger Antrag sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Aber es geht hier ja nicht um die AfD. Es geht um Islamismus und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Der existiert auch ohne eine AfD. Sie sind allerdings der Brandbeschleuniger. Ich möchte, dass das geprüft wird, dass meine ehemaligen Schüler wegen mir zum IS gegangen sind. Das verbitte ich mir an dieser Stelle. Das ist schlichtweg falsch, dass Sie mir einen Anteil an diesem Schwachsinn unterstellen. Also ehrlich, geht's noch? Geht es noch? Hören Sie mal, also ich glaube, das ist unfassbar, was Sie hier machen. Der Wahrheit, welche Wahrheit denn? Ich habe gerade die Uhr angehalten. So, ich bitte erst einmal um allgemeine Mäßigung. Und wiederhole nun zum dritten Mal innerhalb weniger Minuten, dass es inzwischen leider das tägliche Geschäft der Präsidentin und des Präsidenten ist, dass wir natürlich jedes Protokoll unserer Plenarsitzung ordentlich prüfen, um erstens jeder Abgeordneten und jedem Abgeordneten zu seinem Recht zu verhelfen. Und sollte es Regelüberschreitungen, Grenzüberschreitungen gegeben haben, werden die gegebenenfalls auch nachträglich geahndet. So, und ich erwarte jetzt
dass auch die antragstellende Fraktion, auf deren Veranlassung wir hier in der Debatte sind, dafür sorgt, dass wir auch weiter in die Debatte kommen können. Und werde jetzt die Uhr für den Rest der Redezeit, ich schlage auf die Zeit, die bei mir hier angezeigt wird und vorne am Pult, noch mal 10 Sekunden drauf, da das vorhin im allgemeinen Trubel unterging. Bitte, Sie haben das Wort. Dann fahre ich gerne fort mit dem letzten Satz. Meine Schüler sind zu mir erst gegangen, zu dem Zeitpunkt, als sie nicht mehr meine Schüler waren. Sollten Sie das noch ein einziges Mal hier öffentlich oder nicht öffentlich wiederholen, bekommen Sie von mir eine Anzeige dafür. Ganz einfach. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Lamia Kadur war das von den Grünen. Sie hat vor einigen Jahren schon ein Buch darüber geschrieben, als sie noch Lehrerin war in Dienstlagen für islamischen Religionsunterricht an einer Sekundarschule, unter anderem mit mehr als 1000 Schülern muslimischen Glaubens, die sie unterrichtet hat dort in der Schule. Und von der AfD-Fraktion gab es Zwischenrufe, die sie ja zurückgewiesen hat. In den vergangenen Wochen wurden auf Kundgebungen und Demonstrationen Forderungen formuliert und Transparente hochgehalten, die verstörend sind und die nicht toleriert werden können. Und deshalb möchte ich für mich und meine Fraktion ganz klar sagen, für Antisemitismus und islamistischen Extremismus kann es keine Rechtfertigung geben. Die berechtigte Kritik am Vorgehen der israelischen Armee in Gaza rechtfertigt weder den Hass auf Jüdinnen und Juden noch irgendwelche abstrusen Forderungen nach einem Kalifatstaat, wie sie vergangenen Freitag in Essen aufgestellt wurden. Eins möchte ich aber auch ganz klar sagen. Wir Linke stellen uns gegen den islamistischen Extremismus, der mit Antisemitismus einhergeht, genauso wie gegen den antimuslimischen Rassismus der AfD. Wir sind gegen jede Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, egal wen sie gerichtet ist oder aus welcher Ecke sie kommt. Und in Wirklichkeit geht es der AfD ja gar nicht um den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Es geht ihr um die Pflege ihres Lieblingsthemas und Lieblingsfeindbildes, um den Islam und die angebliche Islamisierung Deutschlands. Sie hetzt wieder einmal gegen Eingewanderte und Geflüchtete. Sie versucht, Angst und Hetze zu schüren. Und diesem Versuch müssen wir auch heute und immer wieder entgegenstellen. Meine Damen und Herren, ich möchte daran erinnern, dass die AfD die Partei ist, die die Nazizeit als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad in ihrem Programm fordert. 2018, als die rechtsextremen Freunde der AfD Migrantinnen und Migranten durch Chemnitz jagten, richteten sich die Übergriffe des Mobs nicht nur gegen Eingewanderte, sondern auch gegen das einzige jüdische Restaurant in der Stadt. Und deshalb ist es mehr als verlogen, wenn die AfD sich jetzt als Beschützerin jüdischen Lebens heute hier in dieser Debatte inszeniert. Meine Damen und Herren, der schreckliche Überfall der islamistischen Hamas auf Israel hat einen neuen Krieg losgetreten. Über 1200 Menschen wurden getötet. Die zahlreichen Morde, die massiven Raketenbeschüsse und die Berichte über Entführungen sind schockierend. Der Versuch der israelischen Armee, die Hamas zu bekämpfen, geht mit großen Zerstörungen und zahllosen zivilen Opfern einher. Mittlerweile sind tausende zivile Opfer zu beklagen, darunter Kinder, ältere Menschen, Journalistinnen. Die humanitäre Lage ist katastrophal, die Gesundheitsversorgung nicht mehr gewährleistet und das Mobilfunknetz nicht mehr funktionsfähig. Waffenstillstand, humanitäre Hilfe, Verhandlungen, Dialog sind dringend notwendig. Es ist daher auch besonders begrüßenswert, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nun betont, dass die palästinensische Gemeinschaft in Deutschland Raum haben muss, um ihren Schmerz und ihre Verzweiflung über die zivilen Opfer in Gaza zu zeigen. Doch der Kampf gegen Antisemitismus ist Bürgerpflicht. Und deshalb ist es nicht nur Aufgabe der arabischstämmigen Menschen, sich von Extremismus und Antisemitismus zu distanzieren. Und es ist auch nicht so, dass alle Muslime in unserer Gesellschaft in besonderer Weise verpflichtet sind, sich zu distanzieren, wie Vizekanzler Robert Habeck meint. Denn eine solche Erwartungshaltung setzt Moslems und arabischstämmige Menschen in unserer Gesellschaft unter Generalverdacht. Und sie relativiert den weit verbreiteten Antisemitismus in der gesamten Gesellschaft.
Bei den rund 3.000 erfassten antisemitischen Straftaten 2021 waren rund 84,3% rechtsextreme Täter. Der Kampf gegen Antisemitismus ist daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und er kann nicht getrennt werden vom Kampf gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Dafür setzen wir uns ein, und die AfD ist nicht die Alternative für die Zukunft Deutschlands, sondern für den Untergang. Vielen Dank. Gökay Akbulut war das für Die Linke, die Sprecherin für Migrationspolitik. So, nächste Rednerin in dieser Aktuellen Stunde wird sein die Abgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht für die FDP-Fraktion. Sie ist religionspolitische Sprecherin der Liberalen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unter dem vermeintlichen Deckmantel der Humanität sind in Essen gewaltverherrlichende und uns und unserer Lebensweise feindlich gesinnte Islamisten auf die Straßen gegangen. Das war keine Pro-Palästina-Demo, das war eine Demonstration gegen unsere Werte, gegen die Freiheit, gegen die Gleichberechtigung, gegen den Westen und gegen den Anstand. Es war eine Provokation, eine Machtdemonstration des politischen Islamismus in unserem Land. Unsere Botschaft kann nur sein, wir überlassen diesen Fanatikern nicht das Feld und werden mit allen Mitteln und Härten des Rechtsstaats darauf antworten. Die Ursprünge und letztendlich die Konsequenz dieser Entwicklung liegt aber tiefer, denn die dort verwendeten Fahnen lassen auf einen klaren Bezug zur Hizb-ut-Tahrir-Bewegung schließen, die bereits 2003 mit einem Betätigungsverbot belegt wurde. Die heutigen Ableger dieser Kalifatsbewegung sind besonders in den sozialen Medien wie Generation Islam oder Realität Islam aktiver denn je und indoktrinieren für solche Aufmärsche natürlich gerade im Internet besonders junge Muslime. Sie nehmen sich vordergründig den Problemen und Ängsten von jungen Muslimen an, zeigen Verständnis und Zuneigung, aber beeinflussen sie gegen die vermeintlich rassistische westliche Mehrheitsgesellschaft und für die Rückbesinnung auf den politischen Islamismus und den Weg hin zum Kalifat. Diese Indoktrinierung und Manipulierung zeigt leider Erfolg, und das ist eine der bitteren Lehren aus Essen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es in Deutschland über viele Jahre leider verpasst, unsere Politik und unseren staatlichen Austausch mit Muslimen in unserem Land nachhaltig umzusetzen und in Bahnen zu lenken, die einen Islam europäischer Prägung hervorbringen. Umso wichtiger ist es nun jetzt, diese entsetzlichen und fanatischen Triebe auch zu unterbinden. Was wir aber langfristig in Deutschland erreichen müssen, ist eine religionspolitische Wende in Bezug auf das muslimische Leben in den Moscheegemeinschaften in Deutschland. In der Islamkonferenz haben wir dabei seit 2006 die zentralen Fragen wie den Umgang mit Antisemitismus oder die Problematik von ausländischen Strukturen innerhalb der Verbände leider nicht angepackt. Und wenn der oberste Dienstherr der DİTİB-Moscheen in Deutschland, der Präsident der türkischen Religionsbehörde Diyanet Ali Erbaş, den jüdischen Glauben als Perversion bezeichnet, und sein Vorgesetzter Erdogan sich mit Hamas solidarisiert, kann es in diesen Strukturen kein weiter so geben. Und da kann sich die DİTİB und ihre Brüder im Geiste auch nicht hinter Pressemitteilungen mit wachsweicher Ja-Aber-Argumentation verstecken. Die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, unsere besondere Verpflichtung aus der unbegreiflichen Schuld unserer Geschichte. Und nur ein Islam, der auch diesen Grundsatz anerkennt, kann ein Islam sein, der in Deutschland seinen festen Platz in unserer freien Gesellschaft hat. Da kann es keine Unklarheit, keine Relativierung und keine Zugeständnisse geben. Und ich weiß, es gibt diese übergroße Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime, die tagtäglich in unserer Gesellschaft einen so wichtigen Beitrag leisten und die dieses Land und diese Werte auch ihre Heimat nennen. Ich kann an diese Menschen nur appellieren, seid laut und klar.
distanziert euch gegenüber den Extremisten und dem politischen Islam. Diese Feinde unserer Werte und unserer Demokratie dürfen nicht die Deutungshoheit über den Islam in Deutschland für sich beanspruchen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Martin Hess für die AfD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der politische Islam stellt in Deutschland die Machtfrage, und die Ampelkoalition gibt die falsche Antwort. Dass aggressive und gewalttätige islamistische Gruppierungen in den letzten Wochen nahezu ungehindert durch unsere Straßen ziehen, ist eine Schande für unseren Rechtsstaat und beweist erneut, dass diese Ampelkoalition im Interesse der Sicherheit unseres Landes so schnell wie möglich abgelöst werden muss. Aber auch die CDU, die ja in einigen Bundesländern regiert, offenbart in einer für unseren Rechtsstaat beschämenden Weise ihre Unfähigkeit bei der Bekämpfung gewalttätiger und antisemitischer Islamisten. Ihr Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Herr Wüst, hat großspurig verkündet, man werde islamistische Aufmärsche zukünftig nicht mehr zulassen. Und keine vier Wochen später haben islamistische Staatsfeinde in Essen und Düsseldorf gezeigt, was von den Worten eines CDU Ministerpräsidenten zu halten ist, nämlich gar nichts. Die haben sich völlig unbehelligt frei bewegt, und damit steht fest, auch die CDU ist nachweisbar nicht in der Lage, Sicherheit in Deutschland herzustellen. Und wenn alle anderen beim Schutz unserer Demokratie und unserer Bürger versagen, führt kein Weg mehr an der AfD vorbei. Denn wir sind die Einzigen mit dem unbedingten Willen, den politischen Islam mit aller Härte zu bekämpfen. Einen glaubhaften Schutz unserer Gesellschaft und unserer Demokratie kann es deshalb nur mit der AfD geben. Insbesondere das Versagen der Ampelregierung begründet sich vor allem in einer völlig verfehlten sicherheitspolitischen Fokussierung auf den Rechtsextremismus. Aber jeder Bürger dieses Landes sieht in diesen Wochen mit seinen eigenen Augen, was in unserem Land tatsächlich das größte Sicherheitsproblem ist, nämlich der durch ihre verheerende Migrationspolitik in unserem Land immer stärker werdende Islamismus, der immer radikaler, der immer brutaler wird und seine wahre staatsfeindliche Gesinnung zeigt, indem er, wie in Essen geschehen, den Kampf aller Muslime gegen den Rest der Welt und die Ausrufung eines Kalifats fordert. Und angesichts dieser massiven Gefahr für uns alle hat die AfD schon immer einen klaren Standpunkt, der heute wichtiger ist denn je. Jetzt muss Schluss sein mit ihrem Appeasement gegenüber dem politischen Islam. Wir müssen diesen Staatsfeinden ein für alle Mal klarmachen, wer Herr im Haus ist. Und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, dann machen Sie Platz für die, die es können. Die AfD steht bereit. Wir müssen jetzt endlich ein klares Zeichen der Stärke setzen. Wir müssen beweisen, dass unser Staat wehrhaft ist. Und ich sage Ihnen, wie man mit islamistischen Aufmärschen umzugehen hat, die in unserem Staat islamistische Macht demonstrieren wollen und dabei massive Straftaten begehen. Diese sind sofort aufzulösen, die Teilnehmer festzunehmen und unverzüglich abzuschieben. Und das gilt im Übrigen auch für alle islamistischen Hassprediger und Gefährder. Unser Land, unsere Regeln, und wer sich nicht dran hält, der hat hier nichts zu suchen. Und wo Abschiebungen nicht möglich sind, dort hat die Justiz harte Urteile zu fällen. Bewährungsstrafen reichen hier nicht aus. Solche Leute müssen ins Gefängnis. Auch ihre falsche Einbürgerungspolitik muss unverzüglich korrigiert werden. Islamisten, die neben der unseren noch weitere Staatsangehörigkeiten besitzen, ist die deutsche ohne Wenn und Aber zu entziehen und dafür Sorge zu tragen, dass zukünftig kein einziger Islamist mehr die deutsche Staatsangehörigkeit erhält. Und natürlich müssen wir auch effektiv unterbinden, dass Islamisten weiterhin in großer Zahl in unser Land strömen. Und dafür muss endlich der von der AfD seit 2015 geforderte effektive Grenzschutz, der alle illegal Einreisenden an der Grenze zurückweist, umgesetzt werden.
Wenn wir jetzt nicht handeln, wird sich der politische Islam in unserem Land immer weiter ausbreiten. Das können und dürfen wir im Interesse unserer Kinder nicht zulassen. Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Und deshalb ist auch jegliche Kooperation und jede staatliche Förderung von Islamverbänden, die diese Ideologie vertreten, fördern oder unterstützen, sofort einzustellen und die ausländische Finanzierung zu unterbinden. Wenn der Staat seine eigenen Feinde hofiert und finanziert, macht er sich nicht nur lächerlich, sondern er gefährdet und beschädigt unsere Demokratie. Und kommen Sie mir bitte nicht ständig damit, dass die Forderungen der AfD rechtlich nicht umsetzbar wären. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Politiker sind dazu da, die zur Lösung eines Problems erforderlichen Rechtsgrundlagen zu schaffen. Und indem Sie sich dieser Aufgabe ständig verweigern, betätigen Sie sich als Totengräber unseres Rechtsstaates. Und genau deshalb darf man Ihnen auch nicht länger die Sicherheit Deutschlands überlassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir den Hinweis, dass um 15.59 Uhr die Abstimmungsurnen zu den Wahlen zu einem Stellvertreter der Präsidentin und zu Mitgliedern des PKGR geschlossen werden. Wer also noch keine Gelegenheit hatte zu wählen, sollte sich jetzt auf den Weg machen. Wir fahren fort in der Aktuellen Stunde. Das Wort hat für die SPD-Fraktion Simona Koss. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Inneres. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der heutige 9. November, der Jahrestag der Reichspogromnacht vor 85 Jahren, steht unter dem Eindruck des brutalen Angriffs der Hamas auf Israel. Die AfD versucht mit dieser Aktuellen Stunde, das Problem des Antisemitismus in Deutschland einseitig in Richtung Muslime zu verschieben. Und sie versucht wieder kräftig Stimmung zu machen. Sie beweist damit einmal mehr, dass sie keinen Respekt vor der Würde des heutigen Tages hat. Ja, die Vorkommnisse des letzten Wochenendes in Essen und Berlin bedürfen der Aufarbeitung. Wer das demokratische Versammlungsrecht nutzt, um islamistische Ideen zu vertreten, der hat grundsätzlich etwas nicht verstanden, und das muss geahndet werden. Ich bin froh, dass unsere Innenministerin Nancy Faeser sofort reagiert hat. Sie sagte, ich darf zitieren, was wir da sehen mussten, ist mit unserem Verständnis von Demokratie, mit unserer Vorstellung des friedlichen Zusammenlebens in unserer demokratischen Gesellschaft nicht vereinbart. Und gestern im Innenausschuss, wir tolerieren nicht, dass ein islamischer Gottesstaat auf unseren Straßen propagiert wird. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die klaren Worte. Am heutigen Tag gedenken wir der schlimmsten Verfolgung von Jüdinnen und Juden. Und was passiert? Die AfD greift das Stichwort der Islamisten auf und will hier über das Gespenst eines Kalifates debattieren. Wie tief sitzen eigentlich Ihre Reflexe, dass Sie nicht einmal an diesem Tag zu differenzierter Betrachtung fähig sind? Sie nutzen das Gedenken, um antimuslimische Ressentiments zu spüren. Sie nutzen das Gedenken, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Das ist das Geschäft der AfD, und ihr sind alle Mittel recht. Das ist schändlich und eine Zumutung für dieses Haus, meine Damen und Herren. Es geht nur zur Erinnerung heute darum, dass Jüdinnen und Juden auch im 85. Jahr nach der Reichspogromnacht nicht unbeschwert in diesem Land leben können. Dies ist eine furchtbare Erkenntnis. Und wir müssen konstatieren, der aktuelle Antisemitismus kam nicht über Nacht. Er war nie weg. Wir kennen alle die Statistiken. Dr. Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat gestern neue Zahlen vorgestellt. Über 90% der antisemitischen Straftaten gehen auf das Konto von Rechtsextremisten. Da gibt es nichts zu relativieren. Die
Die AfD, und wir hören es, will jetzt ablenken und zeigt mit dem Finger auf Muslimen und Muslime. Übrigens, ich bin Abgeordnete aus Brandenburg. Bei uns leben kaum Muslime und es gibt kaum sichtbares jüdisches Leben. Erklären Sie mir bitte mal, warum ausgerechnet bei uns die Zahl der antisemitischen Vorfälle so hoch ist. Vielleicht liegt es sogar an der großen Zahl der AfD-Politiker. Wäre ja eine Idee. Das Lagebild Antisemitismus hat Risse in der Gedenkkultur aufgedeckt. Spätestens seit der Höcke-Rede 2017 in Dresden. Daran schließt der Antisemitismus auf deutschen Straßen nahtlos an. Rechtsextreme und Islamisten sind sich einig in der Ablehnung unserer Erinnerungskultur. Rechtsextreme und Islamisten sind sich auch einig in ihren antisemitischen Vernichtungsfantasien. Das, meine Damen und Herren, ist eine gefährliche Verbindung für unsere Demokratie. Heute Vormittag haben wir unseren Entschließungsantrag Historische Verantwortung wahrnehmen, mehr jüdisches Leben in Deutschland stützen. Dort haben wir mehr als 50 konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um den abscheulichen Angriffen auf jüdisches Leben in Deutschland und Israel etwas entgegenzusetzen. Der Antrag nimmt auch die muslimische Community in die Pflicht. Es ist richtig und gut, dass unser Bundespräsident gestern das Gespräch mit Akteuren der interkulturellen Verständigung gesucht hat. Denn, ich zitiere aus unserem Antrag, die Verantwortung, jeglichen Antisemitismus zu bekämpfen, ist ganz ausdrücklich nicht die Aufgabe der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden. Alle Akteure unseres Landes, vom Staat über die Parteien bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, sind hier in der Pflicht. Auch wir, meine Damen und Herren, sind gemeint, eindeutig Stellung zu beziehen, ganz besonders an diesem Tag. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer in Deutschland ein Kalifat einführen will, der hat in diesem Land nichts zu suchen. Und wer in Deutschland ein Kalifat einführen will, der hat die volle Härte des Rechtsstaates verdient. Wer allerdings hier im Parlament eine Aktuelle Stunde aufsetzt, in einer Problemlage, die real ist mit irregulärer Migration, mit der Behauptung, es drohte tatsächlich die Errichtung eines Kalifats in Deutschland, der hat sich auch aus der seriösen Debatte verabschiedet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gehört doch auch zur Wahrheit. Und ich sage Ihnen auch, ich finde das ja alles gut, wenn Sie sagen, wir müssen mehr tun für den Schutz der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Das ist richtig. Das ist aber unglaubwürdig von einer Partei, die den billigen Applaus hinnimmt von den wildesten Verschwörungstheoretikern, die der jüdischen Weltrevolution das Wort reden. Schaffen Sie dort Klarheit, kehren Sie vor Ihrer eigenen Tür, dann wird das auch glaubwürdig, was Sie hier vortragen wollen. Aber ich muss in dieser Debatte schon auch sagen, es ist auch die Verantwortung der Bundesregierung und der Ampel, dass der AfD und anderen so viel Raum gegeben wird, dieses Thema so aufzubringen. Denn sie sind es, die auch Klarheit und Selbstkritik im Umgang mit diesen islamistischen Aufmärschen vermissen lassen. Denn eines ist klar, ja, es hat zu tun auch mit der schlimmen Situation im Nahen Osten. Aber es ist doch vor allem unerträglich für alle Jüdinnen und Juden in unserem Land, was wir hier teilweise an Relativierungen für diese Aufmärsche erleben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage, das hat nichts mehr zu tun mit einer Solidaritätsaktion mit Palästina. Das ist eine Machtdemonstration gegen den deutschen Staat. Und das ist auch Ausdruck gescheiterter linker Integrationspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und das müssen wir in dieser Klarheit benennen. Und es ist doch absurd, Menschen, die aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak zu uns geflohen sind, vor dem Terror von IS, vor den Taliban, vor Al-Qaida, die sind es jetzt, die es zulassen, die es teilweise mit unterstützen, dass diese Symbole, dass die Ideen des Kalifats in Deutschland publik gemacht werden oder noch schlimmer, es sind Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, radikalisiert in einem Klima von religiösem Hass. Und für uns ist klar, das können wir uns als Staat nicht bieten lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage auch, es ist das Resultat einer linken Integrationspolitik, die sich viel zu lange darin erschöpft hat, Tagträumereien vom bunten Straßenfest Multikulti zu feiern und zu schweigen über die Schattenseiten von gescheiterter Integration. Und hier ist kein Platz für Relativierung. Das muss in dieser Klarheit hier im Parlament genannt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich dann sage, es ist kein Raum für Relativierungen, dann will ich auch ansprechen, Frau Kollegin Kador von den Grünen, dass ich es mehr als befremdlich finde, wenn Sie dann in einer deutschen Talkshow davon reden, mit Blick auf diese Aufmärsche, die dort vorkommen. Es ginge um migrantische Wutbürger, die endlich ein Ventil gefunden hätten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in aller Klarheit, wir lassen uns als Mehrheitsgesellschaft nicht die Verantwortung für gescheiterte Integration Einzelner überhelfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es muss Schluss sein mit dieser Relativierung, jetzt eine Islamkonferenz, eine Fachtagung der Islamkonferenz zu veranstalten, Frau Innenministerin, mit dem Thema der Muslimfeindlichkeit. Das ist doch aus der Zeit gefallen. Ja, und Sie haben im Programm noch ein bisschen Antisemitismusbekämpfung dazugeschrieben. Es reicht in diesen Tagen nicht, die Antisemitismusbekämpfung dazuzuschreiben, sondern es muss klar sein, das, was an Relativierung mit Blick auf Extremismus aus dem politischen Islam an den Tag gelegt wurde, das war Verklärung. Hier braucht es eine echte Wende, und die muss auch aus diesem Parlament klar gesendet werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Schlimmste ist, das, was Sie veranstalten, indem Sie nicht genug Kritik an den Tag legen, indem Sie nicht zur Kehrtwende bereit sind, das ist eine Last, die im Moment vor allem zu tragen ist von den vielen liberalen Muslimen in unserem Land. Die verdienen, dass man Klarheit schafft gegen religiösen Extremismus. Und dazu sind Sie noch nicht in der Lage. Dafür braucht es die Klarheit der Union. Und dafür werden wir Sie mit Ihren Ankündigungen beim Wort nehmen. Die Deutsche Islamkonferenz, die wurde 2006 gegründet als Forum für den Dialog ja zwischen Staat und Muslimen. Die nächste Islamkonferenz ist geplant am 21. und 22. November. Und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die wird daran teilnehmen. Das heißt, wer noch nicht gewählt hat, möge dies jetzt bitte tun. Das Wort hat Helge Limburg für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der 7. Oktober 2023 ist eine Zäsur. Der Tag des Beginns der brutalen, zutiefst menschenverachtenden Terrorangriffe der Hamas auf den Staat Israel und seine Bewohnerinnen und Bewohner ist nicht nur für Israel, nicht nur für Jüdinnen und Juden weltweit, sondern für die gesamte zivilisierte Welt ein tiefer Einschnitt. Dieser Angriff galt Israel, er galt zuallererst Jüdinnen und Juden, aber er galt auch der modernen Zivilisation, er galt unserer Freiheit, unserer Demokratie und unserer Rechtsstaatlichkeit. Und es ist in der Tat unerträglich, dass es Menschen in unserem Land gibt, die diese Angriffe bejubeln und feiern. Die Forderung nach einem Kalifat in Deutschland ist verfassungsfeindlich, ohne Wenn und Aber. Und entsprechende Ansammlungen müssen mit aller Konsequenz unterbunden und geahndet werden. Jüdinnen und Juden brauchen unseren Schutz. Islamismus, Antisemitismus muss in aller Entschiedenheit bekämpft werden. Aber Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer wie die AfD den Reichsbürgerputsch, in den AfD-Funktionärinnen verwickelt waren, verharmlost,
wer stolz auf die Wehrmacht sein möchte, die in ganz Europa in die Verbrechen der Shoah, des Holocaust, der Ermordung der Jüdinnen und Juden in Europa verstrickt und verwickelt war, wer das Holocaust-Denkmal hier in Berlin verunglimpft, der beweist in der Tat, dass es ihm nicht um den Schutz unserer Demokratie, unserer Freiheit gilt. Der ist weder kohärent noch glaubwürdig. Der will nur seine eigene braune parteipolitische Suppe kochen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, Islamismus ist eine Bedrohung für die Freiheit. Frau Kaddour hat es zu Recht gesagt. Die meisten Opfer islamistischen Terrors und islamistischer Gewalt sind Muslime. In Syrien, der Türkei, dem Irak, in Afghanistan, aber natürlich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika und auch in der Europäischen Union sind immer wieder auch Musliminnen und Muslime Opfer islamistischer Gewalt. Und Islamismus greift auch nicht nur die Freiheit hier bei uns an. Er unterdrückt da, wo er es kann, in erster Linie Menschen muslimischen Glaubens. Die Bürgerinnen und Bürger des Iran, in Afghanistan oder auch im Gazastreifen müssen das seit Jahren leidvoll ertragen. Und auch deshalb ist es völlig fehlgeleitet, die notwendige Debatte um Islamismus mit Hass und Hetze gegen Musliminnen und Muslime zu verknüpfen. Die Strategie der Bundesregierung, Frau Ministerin Faeser, ist in der Tat die richtige, nämlich auf der einen Seite mit Dialogformaten wie der Islamkonferenz mit der Bekämpfung von Islamfeindlichkeit zu agieren, übrigens auch die Strategie von vergangenen Bundesregierungen, das will ich ja ausdrücklich würdigen, und auf der anderen Seite Vereinigungen zu verbieten und zu verfolgen, die sich hier dem Islamismus verschrien haben. Die jüngsten Schritte, Vereins- und Betätigungsverbote gegen Samidou und Hamas, waren die konsequente Weiterführung dieser Doppelstrategie, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn Sie allerdings, Herr Kollege Amthor, hier von gescheiterter linker Integrationspolitik reden, dann frage ich mich schon, wo Sie eigentlich in den vergangenen 16 Jahren waren, als Ihre Partei die Bundesregierung angeführt hat. Wo, Herr Amthor, war denn die Union, als Sie von 2005 bis 2010 und ab seit 2017 wieder in Nordrhein-Westfalen, wo ja die jüngsten Aufmärsche wesentlich stattgefunden haben, wo Sie in Nordrhein-Westfalen regiert haben, wo war denn da Ihre Integrationspolitik? Wo, Herr Amthor, war denn Ihre Integrationspolitik, als Sie in Berlin, ich finde viel zu lange, aber in Berlin den regierenden Bürgermeister gestellt haben und lange Jahre auch den Innensenator dieser Stadt? Herr Amthor, das ist ein billiger Trick, sich so zu versuchen, aus der Verantwortung zu stellen, aber eine Partei, die so lange regiert hat, ist es ein bisschen albern und unwürdig. Meine Damen und Herren, wenn wir über Strafverfolgung reden, ist es immer sehr spät. Wir brauchen doch Prävention. Wir brauchen soziale Infrastruktur. Wir brauchen Bildung. Wir brauchen echte Aufstiegsmöglichkeiten für alle, unabhängig von Herkunft und Glauben. Debatten um Quoten in Stadtteilen oder in Schulen führen nicht weiter. Investitionen in soziale Infrastruktur führen unsere Gesellschaft zusammen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Islamisten haben mit Rechtsextremisten jeglicher Couleur mehr gemeinsam, als es angesichts der Hetze beider Seiten oft den Anschein hat. Beide, auch darauf hat Frau Kaddour völlig zu Recht hingewiesen, verachten individuelle Freiheit, die Gleichberechtigung der Geschlechter, Frauenrechte, queeres Leben, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Beide verbreiten Hass und Hetze gegen alle Menschen, die nicht ihrer Auffassung sind. Menschenverachtung ist nicht von einer Religion allein gepachtet. Wir antworten diesen Hass mit dem, was der Rechtsstaat schon immer in seinem Instrumentenkasten hatte, nämlich Härte, Konsequenz und Klarheit gegen Straftaten und jegliche Form von Hass und Hetze und mit Vielfalt, Offenheit und Toleranz für alle Formen von Glauben und auch Nichtglauben. Mit der Härte des Rechtsstaats, mit der Vielfältigkeit des Grundgesetzes. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hege Limburg war das für die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich grüße Sie alle erst einmal ganz herzlich an diesem Donnerstagnachmittag und frage jetzt auch gleich, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme bei den Wahlen noch nicht abgegeben hat? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit den Auszählungen zu beginnen. Das Ergebnis geben wir dann später bekannt. Ja, und Sie haben es gehört und gesehen, die Sitzungsleitung hat jetzt hier die Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özus. Und sie ruft den nächsten Redner auf. Das ist aus den Reihen der FDP-Fraktion Muhannad Al-Hallak. Meine Damen und Herren, wer in Deutschland die Errichtung eines Gottesstaates, eines Kalifats fordert, muss die volle Härte unserer wehrhaften Demokratie, die volle Härte unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen. Punkt. Das sind verstörende Bilder, die wir damit ansehen mussten. Das sind Bilder, die mit freier Meinungsäußerung und legitimen Demonstrationen und mit Menschlichkeit nichts zu tun haben.
Das sind Bilder, die Angst machen, die wütend machen, und zwar die überwältigende Mehrheit der Menschen in unserem Land. Die Millionen Muslime, die religiösen Radikalen, die den Islam missbrauchen, verachten. All jene, die vor dem IS und dem Terror, vor genau diesen Leuten zu uns geflohen sind und vor diesen Menschenverächtern Schutz gesucht haben. Nicht alle Menschen sind gleich, aber alle, die in diese Schublade geworfen werden, ist einfach falsch. Den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land, denen ich am heutigen 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, gar nicht deutlich genug sagen kann: Wir Demokraten stehen zusammen, egal welche Herkunft, egal welche Religion, Muslim, Jude oder Christ, wir lassen uns nicht aufhetzen. Hass und Hetzer haben bei uns keinen Platz. Das wird zu Recht immer gerne hochgehoben. Aber Hass und Hetzer, das ist das Schlimme, lassen sich nicht einfach verbieten. Die Krisen dieser Zeit, von Corona-Reichstagsstürmern über den Überfall Russlands auf die Ukraine und nun das Massaker der Hamas, vergiften unsere Gesellschaft. Wir sehen, dass es immer mehr Spaltung gibt, immer mehr Gegeneinander, immer mehr Teilung in Schwarz und Weiß. Und auch der Ton der Politiker in diesen Debatten spalten weiter. Für geistige Brandstifter und Extremisten ist das ein Geschenk. Für die Fraktion ganz rechts von mir ist das das Geschäftsmodell. Als demokratischer Abgeordneter dieses Hauses, als deutscher Staatsbürger und als Patriot sage ich allen Extremisten und Radikalen in aller Deutlichkeit: Wir haben keine Angst vor euch und euren Hass. Damit werdet ihr verlieren. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir friedlich in unserer Demokratie zusammenleben wollen und dass wir diesen Willen, diesen Frieden und unsere Demokratie auch verteidigen. Und darauf können Sie sich verlassen. Egal bei welchen Demokratie- und Menschenfeinden Sie mitmarschieren, die Menschenwürde und wir Demokraten sind stärker. Das ist meine Überzeugung. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Mechthilde Wittmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Kolleginnen und Kollegen! Die aktuellen Geschehnisse auf den deutschen Straßen mit einem sehr dynamischen Demonstrationsgeschehen besorgen uns alle. Die Gewährung der demokratischen Grundrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit wird nicht schrankenlos gewährt. Eine Schranke dieser Grundrechte ist ein wirksamer Schutz der Menschen in unserem Land sowie unserer Einrichtungen und unserer Institutionen. Und diese Rechtsgüter in Ausgleich zu bringen, nennt das Bundesverfassungsgericht praktische Konkordanz. Bei einer praktisch-konkordantischen Abwägung kann man schlechterdings eben nicht dazu kommen, dass die geradezu tobenden islamistischen Bekenntnisse gegen die Grundwerte der deutschen Gesellschaft in diesem unfassbaren Ausmaß auf deutschen Straßen noch vom Grundgesetz gedeckt werden. Es ist eine unschöne Mischung aus neu, legal oder illegal eingewandertem Antisemitismus mit den Menschen, die diese Haltung auch nach mehreren Generationen in unserem Land nicht aufgegeben haben, die sich nur in ihrem eigenen Kulturkreis integriert haben. Die Durchsetzung hoheitlicher Gewalt in unserem demokratischen, aber eben auch unserem säkularen Rechtsstaat ist den staatlichen Institutionen und nur diesen zugewiesen. Das hat niemand, egal ob deutschstämmig oder nicht, in Frage zu stellen. Und es ist Primat der Politik, dies über die Parteigrenzen hinaus zu garantieren. Die Rechte einer Religion sind im Grundgesetz geregelt. Und hier passt es nicht zur Glaubwürdigkeit einzelner muslimischer Verbände, wenn diese sich von den Gewalttaten der Hamas einfach nicht abgrenzen können, teilweise sich sogar solidarisch mit dieser terroristischen Organisation zeigen und dabei nicht eine Silbe des Mitleids mit den Opfern dieses Terrors in Israel äußern. Und es kann in keinem Fall von uns geduldet werden, dass einzelne Angehörige dieser Religion zur Abschaffung der staatlichen Gewalt in Deutschland unter Ausnutzung der Versammlungsrechte ausrufen und dabei rücksichtslos die große, friedliebende Mehrheit ihrer Religion in Misskredit bringen.
Antisemitismus hat in diesem Land keinen Platz und muss schwer bestraft werden. Und es wird und darf nicht geduldet werden, dass Jüdinnen und Juden sich bei uns nicht mehr sicher fühlen. Dafür braucht es Handlungsbedarf und dafür muss Antisemitismus als besonders schwerer Fall der Volksverhetzung eingestuft werden. Das Aufenthaltsgesetz muss geändert werden, dass antisemitische Straftaten zu einer regelhaften Ausweisung führen. Und soweit es Doppelstaatsangehörige betrifft, braucht es die erleichterte Möglichkeit eines Passentzugs bei antisemitistischen Straftaten. An diesem konsequenten Vorgehen muss die Bundesregierung unverzüglich arbeiten und daran, Frau Faeser, wird sie gemessen. Um es noch einmal klar zu sagen, eine Einbürgerung von Personen, die an gewaltsamen antisemitischen Demonstrationen teilnehmen und dieses Gedankengut auch noch propagieren, darf es nicht geben. Und wer die staatliche Gewalt in Deutschland nicht anerkennt, kann durch die staatlichen Stellen auch keine Staatsbürgerschaft erhalten und in den Schutzstatus dieser Staatsbürgerschaft gelangen. Und in diesem Sinn muss die Ampel ihre Pläne zum Staatsbürgerschaftsrecht dringend überdenken. Es genügt nicht, wenn das Bundesinnenministerium noch immer nicht darlegen kann, wie viele volksverhetzende Straftaten islamistisch oder salafistisch motiviert sind. Bund und Länder haben einen polizeilichen Informations- und Analyseverbund, über den sich diese statistische Auswertung technisch automatisch auslösen lässt. Und auch das Bundeskriminalamt ist mit entsprechenden Fähigkeiten und Befugnissen ausgestattet. Was braucht es also noch, um uns belastbare Zahlen zu diesen Straftaten zu nennen, sie zu benennen und vor allem die richtigen Konsequenzen zu ziehen? Und wir erwarten, dass die unerträglichen Vorgänge auf diesen Straßen durch den Staatsschutz vorrangig ermittelt und als solche auch vorrangig zur Anklage gebracht und abgeurteilt werden. Hier gilt es mit der vollen Härte des Rechtsstaats, ein Zeichen für den Wertekanon in unserem Land, auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte, kraftvoll, unmissverständlich und sichtbar in die Welt zu senden. Diese antisemitischen Aufmärsche, die sich unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit organisieren, müssen wir zum Anlass nehmen, rechtsstaatliche Antworten auf solche Entwicklungen zu finden. Das Versammlungsrecht ist grundsätzlich Sache der Länder. Aber wir finden in 8 Bundesländern immer noch kein Versammlungsrecht, weswegen hier das Bundesversammlungsgesetz Anwendung findet. Und daher besteht eben Handlungsbedarf des Bundes. Und auf diesen bestehen wir und den erwarten wir von Ihnen. Wir fragen uns, warum prüfen Sie nicht ein Versammlungsverbot für solche Versammlungsanmeldungen, bei denen zu befürchten ist, dass antisemitische Straftaten oder Aufrufe zum Kalifat erfolgen werden? Dies wäre durch eine einfache Änderung von § 15 des Versammlungsgesetzes machbar. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Änderung des Gesetzes möglichst schnell auf den Tisch bekommen. Meine Damen und Herren, jüdisches Leben ist eine Bereicherung in unserer Gesellschaft. Und das werden wir mit allen Mitteln der Politik und unserer Rechtsordnung hoffentlich gemeinsam durchsetzen. Mechthilde Wittmann war das für die Union. Und während ihres Vortrages doch teilweise vehementes Kopfschütteln der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hier auf der Regierungsbank Platz genommen hat, als es darum ging, sie könne keine entsprechenden Zahlen vorlegen. Aber jetzt hat noch mal eine Gelegenheit zur Erwiderung für die SPD, Sebastian Fiedler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die AfD bringt heute ein Thema der inneren Sicherheit hier auf die Tagesordnung und schickt zwei interessante Redner ins Rennen. Der erste spricht von Freiheit, Ordnung und Normalität, und Deutschland ist unser Land, hat sich aber in der Vergangenheit an Hooligan-Schlägereien beteiligt. Bei ihm zu Hause fand die Polizei einen Teleskopschlagstock, eine Sturmhaube und Trophäenfotos, wurde vom Landgericht Mainz verurteilt wegen Beihilfe zur Körperverletzung zu 90 Tagessätzen, a 180 Euro. Das ist Ordnung und Normalität der AfD. Der zweite Redner spricht von einer Schande für Deutschland. In meinem Berufsstand finde ich, Polizisten in rechtsextremen Parteien sind eine Schande für Deutschland. Und ich verstehe ehrlich gesagt die Texte gar nicht so richtig, weil die Innenministerin ist in ihrer Haltung völlig klar. Und jetzt, ich habe gar nicht so viel Zeit, um alles wieder auseinanderzuführen, auch Frau Wittmann. In Nordrhein-Westfalen gibt es ein Landesversammlungsgesetz. Insoweit verstehe ich den Zusammenhang zu den heutigen Demonstrationen hier gar nicht. Wie passt das irgendwie zusammen? Da könnten wir über Herbert Reul diskutieren, würde ich jetzt aber gar nicht machen. Jedenfalls, viele dieser Rechtsgebiete sind eben Landesrecht. Gefahrenabwehrrecht ist Landesrecht. Aber vor allen Dingen will ich erst mal den Text voranstellen. Unsere Demokratie ist wehrhaft. Und die Polizei macht
eine vernünftige Arbeit. Die Versammlungen werden von den Versammlungsbehörden selbstverständlich zunächst einmal überprüft, wenn die Anträge reinkommen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass die Polizei nachlässig solche Versammlungen genehmigt. Das Gegenteil dürfte der Fall sein, übrigens auch in Essen. Und natürlich versucht man dann, solche Versammlungen zu verbieten, wenn es rechtliche Möglichkeiten gibt. Aber wir sollten die Dinge schon beim Namen benennen. Wir alle wollen mit den Mitteln des Rechtsstaates die Dinge, die wir hier zu Recht anprangern, bekämpfen und nicht mit flotten Sprüchen, die wir hier einfach in den Raum hauen. Und wenn eine solche Versammlung erlaubt werden muss, dann arbeitet die Versammlungsbehörde mit Auflagen. Und die werden natürlich jetzt, wie das immer bei der Polizeiarbeit ist, nachgearbeitet. Man wird bei künftigen Versammlungen neue Auflagen haben. Man wird dann einschreiten. Es gibt entsprechende Strafverfahren. Man arbeitet mit Beweissicherung. Man arbeitet mit der Auflösung von Versammlungen. Man kann auf der einen Seite und muss auf der einen Seite die Dinge, die passiert sind, anprangern. Auf der anderen Seite aber doch eben sagen, wir leben doch hier nicht im luftleeren Raum, sondern in einer wehrhaften Demokratie und in einem Rechtsstaat. Und an der Stelle muss man eben sagen, tun wir ja an vielen anderen Stellen besonders viel. Der Verfassungsschutz darf noch erwähnt werden, die Polizeibehörden habe ich erwähnt, wir haben spezialisierte Staatsanwaltschaften, der Generalbundesanwalt ist unterwegs. Und was mir heute so ein bisschen fehlt, ist all denjenigen Menschen, die in den Sicherheitsbehörden, die jeden Tag den Hintern aufreißen, einmal herzlich Danke zu sagen für das, was sie jeden Tag tun. Und das tun wir nicht nur repressiv, sondern eben auch präventiv. Da ist schon vieles gesagt worden, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Die Präventionsmaßnahmen müssen besser harmonisiert werden. Wir müssen sie besser evaluieren. Und deswegen machen wir uns auf den Weg, eine eigene Bundesakademie aufzustellen, die genau diese Koordinierung noch mal an den Tag legt und hier noch ein Stück weit besser zu werden. Aber ich will diese Aktuelle Stunde nicht beenden, um noch einmal zu sagen, wir sind heute 85 Jahre am 9. November nach der Reichspogromnacht. Ein Tag, an dem sich eigentlich solche Debatten verbieten. Meine Vorrednerin hat das schon gesagt. Ein Tag der Trauer, des Gedenkens und des Innehaltens. Ein Tag, an dem wir uns daran erinnern müssen, dass sowas von sowas kommt. Unser heutiges Deutschland bekämpft Extremisten mit den Mitteln des Rechtsstaates und der Demokratie. Und unsere Sicherheitsbehörden haben die volle Rückendeckung. Wenn der Gesetzgeber hier nachschärfen muss, dann tut er das. Und das tun wir, und das will ich am Ende dieser Debatte noch mal sagen, indem alle von uns, zumindest alle, die auf diesen Seiten des Parlaments sitzen, das tun, indem sie den Respekt und die Würde jedes einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellen, indem sie Chancengleichheit und Vielfalt beachten, indem sie aktiv eintreten gegen jede Form von Rassismus und heute besonders Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Ausgrenzung. Wir verteidigen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wir behandeln alle Menschen gleich, unabhängig von ihrem Alter, ihrem Geschlecht, ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung und sexuellen Orientierung. Das ist unser Deutschland. Sebastian Fiedler war das für die SPD, letzter Redner hier in dieser Aktuellen Stunde. Bevor er in den Bundestag eingezogen ist, war er Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, auch zum Teil als Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Um noch einmal zur umstrittenen Demonstration in Essen zu kommen, die ja Anlass dieser Aktuellen Stunde war. Dort werden jetzt Videos und Fotos ausgewertet von der Polizei mit Unterstützung von Dolmetschern und Islamwissenschaftlern. Es geht darum, sind da verbotene Symbole gezeigt worden? Und gegen einen Redner wird bereits wegen Volksverhetzung ermittelt.